Guten Tag. Jüngste Ereignisse haben jetzt dazu geführt, dass ich mich doch mal entschieden habe, jetzt eine Runde Tunesien wieder aufzunehmen. Und zwar habe ich gestern, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wir müssen verteidigen. Ja, kommen wir erstmal hier mit Schubert Fickel. Und zwar habe ich gestern, also ihr wisst ja, ich spiele gerade Tunesien Alliierte. Und gestern habe ich da eine entspannte Runde gehabt und ich habe gewonnen. Als Alliierter in Tunesien habe ich gewonnen. Ich war schon kurz davor, X-Faktor das unfucking Fassbare anzurufen, Alter. Ich hab gewonnen, ich glaub's ja nicht. Und dann dachte ich mir, hey, okay, die Gegner haben Bock auf ein bisschen Widerstand. Und dann kann ich tatsächlich. Oh, das MG ist sehr gut platziert. Dann versuchen wir es einfach mal, ob die Gegner Bock haben. Weil ich habe das jetzt eine Weile nicht mehr aufgenommen, weil du einfach nur drüber gerannt bist über die Gegner. Und da hatte ich tatsächlich keinen Bock auf diese reinen Bot-Games. Jetzt guck mal einfach mal, wie es jetzt aussieht. Ich habe was Kaltes zu trinken, kann ja nur gut werden. Wo ist der Feind? Oh, der heizt den schon ordentlich ein. Batz in dein Maul. Batz in dein Maul. Noch jemand? Und mal, kann ich eigentlich Art hier drauf knüppeln auch noch? Jetzt erstmal ein bisschen MG42 ins Maul hier. Zack, zack. Ich glaube, ich habe die MGs ja noch nie benutzt in dem Punkt. Ist ganz gut platziert tatsächlich. Oh, ich glaube, die kommen von links. Ach du Scheiße, was war das denn? Hallo? Wer war das? Oh, ich glaube, da kam Arti runter. Die hatten wohl Bock. Dann sehe ich gerade, wir haben gar keinen Spawnpunkt. Das ist auch immer klasse. Ich habe hier die Preda BG. Ich weiß gar nicht. Doch, das war die für ein Goldticket, oder? Die mit dem Burstfire. Ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, weil die Eventwaffe habe ich, glaube ich, gar nicht freigespielt. Die wollen cappen. Die haben ja tatsächlich Bock. Eieieiei. Ja, gucken wir kurz, dass wir uns Spawnpunkt. Okay, wir haben keine Zeit für einen Spawnpunkt. Die gehen ja richtig rein. Gott. Ist wieder Mauer im Weg. Kenne ich ja, ich komme ja aus dem Osten. So. Da ist er weg mit dir. Batz. Gott. Ich glaube, ich habe die Waffe noch nie großartig gespielt, tatsächlich. Ja, hier kommt schon. Können wir das eigentlich zu. Wie die halt Arti spammen, Alter. Was ist los bei denen? Könntest du auch mal kurz weggehen? Bauen wir hier kurz was hin. So, einfach ein bisschen für die Deko. Schöner Wohnen und so. Komm, bauen wir hier auch noch was hin. Machen wir richtig Bob, den Baumeister. Wo ist der Feind? Ich glaube, die kommen eh seit. Alter, hat er mich erschreckt. Mal kurz Bolzen in der Hose. Piss dich. Aber die Waffe ist ja tatsächlich gar nicht so kacke. Weil ich zuck automatisch immer zusammen, wenn eine Stuka kommt. Toll. Mein Bot wollte den knallhart umknüppeln. Da hinten ist Zeug. Mach die mal weg. Bisschen mehr Muni für das Ding wäre halt sexy. Guck mal her, das scheiß MG nochmal her. Knüppeln wir da mal rein. Pisst euch. Nicht während meiner Schicht. Ach ja, MG42 ist halt immer noch ein Traum. Was macht der da hin für Parkour-Aktionen? Aber wie gesagt, jedes Mal, wenn ich eine Stuka höre, weil ich eigentlich immer nur Alice spiele, zuckt man automatisch immer zusammen. Bist du ein Gegner? Du bist kein Gegner. Autsch. Alter. Ach du Scheiße. Die haben ja. Ah, Granate. Verpisst euch. Ich dachte, ich zünd mich selber an. Das passiert ja öfter mal. Ich glaube, ich bräuchte einen zweiten Assault oder so. Das wäre halt praktisch. Mit dem Sniper brauche ich da jetzt nicht großartig reinkommen, aber ich kann halt selber Arti draufhauen. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen beeilen. Zack. Und rein da. Ah, stimmt, das war doch auch so eine Eventwaffe hier, dieses komische Gewehr. Die Mauer da geht mir richtig auf den Sack. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht selber mit der Arti wegkloppe. Deswegen bleiben wir mal hier ein bisschen def. Mit Silvio. Das ist auch so ein richtig schöner Name, ey. Silvio. Echt, jetzt da steht ein Panzer. Leck mich doch am Arsch. Oh, den habe ich getroffen. Geht denn sowas? Hopp. So, bin wieder am Start. Da liegt ein Fuß und eine Beretta. Die Beretta nehme ich. Den Fuß könnt ihr behalten.
So. Kommt her, ihr Schweine. Jetzt haben sie meinen MG kaputt gemacht. Das ist halt gar nicht cool. Muni leer. Muni komplett leer. Fuck. Komm her, Wichser. Bam. Bam. Und da war ich tot. Zack, weg mit dir. Die kommen ja von allen Seiten. Aber das ist schön, dass die Alliierten auf jeden Fall mal ein bisschen Bock haben, irgendwas zu machen. Das war nämlich immer sehr frustrierend, tatsächlich, jetzt die letzten Male. So, jetzt haben wir wieder eine schöne MP. Ballern wir sie weg. Das ist halt blöd, wenn der Panzer da drin steht. Wen haben wir eigentlich im Team? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Hendrik Walter. Alles klar. So. Jetzt dachte ich gerade, da oben hockt einer, aber das Panzer... Ich will halt auch nicht zu weit vor. Weil sonst kriegst du wieder nur Arti auf den Sack. Gut. Mein Aim war auch schon mal besser. Verpiss dich da. Wo ist der andere? Mein Paket. Ich park mal meine Bots hier hinten irgendwo, bevor die sich wieder weg Artien lassen. Der ist weg. Wo ist der andere? Ist auch weg. Aber nur noch einer. Ich riech euch doch. Oh, hallo. Ach ja, die Beretta ist halt schon eine geile Waffe. Kannst du auf jeden Fall nichts sagen. Der hat gegen die Wand geschossen, der Idiot. Und ich habe nicht getroffen, ich Idiot. Scheiße. Okay, das war ein bisschen peinlich. Wo war das jetzt? Da hinten. Der hat die Pack aber tatsächlich ein bisschen ungünstig gestellt, der Kollege. Pass mal auf. Brennt ihr Säcke. Wo ist die andere Pimmelnase jetzt hin? Der ist immer noch... Kann ich den nicht rausschießen aus dem Pack? Ah, geht doch. Hat sie ausgepackt. Weg mit dir. Oh, den habe ich nicht gesehen. Hat er mich kurz weggeholt. Ja, so schlecht läuft es ja gar nicht mit Verteidigen. Ich könnte eigentlich mal als Sniper rein und hier oben ein bisschen rumnuben. Das ist unser Flieger. Ne, das war ein Feindflieger. Genau, hier kann ich ja hoch. Weil die italienische Sniper, mit der geht halt so gut rein, das ist halt... Für die etwas kürzeren Distanzen ist das halt so eine geile Waffe. Da machst du nämlich einfach zack und tot. Also wenn man trifft, ist es halt noch besser, aber das war jetzt noch ein Beispiel. Das ist nur die Frage. Oh Gott, wie war das, wenn man trifft? Geht doch. Ins Maul! Sinn. Gott, Gott, Gott. Patz. Okay, mit Treffen habe ich es heute noch nicht so. Mein Aiming-Getränk hilft anscheinend noch nicht so ganz. Kann ich da? Nee, da kann ich nicht durchgucken. Jetzt die Frage, die Pack an sich ist ja noch intakt. Ich habe nur den Typen rausgeschossen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Aber ich glaube, die wollen eh eher von der Seite pushen, so wie es aussieht. Das ist unser Kamerad. Ja, läuft doch ganz entspannt mit Verteidigen. Würde ich mal so behaupten. Na, wo sind sie denn? Ich könnte eigentlich auch mal vorpushen ein bisschen. Hier oben ist ja eigentlich egal. Wäre eigentlich auch clever, hier oben einen Spawnpunkt hinzubauen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wo ist denn hier mein Pionier? Alter, der hat ja auch einen Namen. Kann man hier einen Spawnpunkt hinbauen? Ja, das ist zu nah dran. Verdammt. Egal. Dann halt wieder zum Sniper. Unser sandiger Willi. Bester Name, ey. Da ist einer. Bam. Batz. Da ist noch einer. Komm. Feind will einen Scheißdreck. Feind will mir beim Danebenschießen zugucken. Cappen die? Nee, die cappen nicht. Okay. Der Reinhard. Reinhard sprengt sie alle weg. Die Map habe ich auch lange nicht gehabt, tatsächlich. Ich habe ja eh immer das Glück, wenn ich Tunesien spiele, dann kommt ja eh immer nur Höhlendorf. Ganz normal. Grüße an Mambuto gehen raus. Ja. Da bin ich auch mal gespannt nach dem Merch-Update, wie es dann aussieht. Ob ich dann, je nachdem, welches BA ich spiele, ob ich dann nur noch Höhlendorf ins Maul kriege. Hätte ja klappen können.
Ich hab ihn. Es ist so gut einfach. Ich hab einfach den Flieger runtergeholt. Oh, hier ist noch ein MG. Das steht ja eigentlich ultra praktisch. Könnt ihr... Oh, ihr sollt den Baum wegsprengen, nicht mich. Das war's dann mit dem MG. War ein kurzes Vergnügen. Das ist halt die Frage. Dachte ich gerade, ich höre hier einen Spawnpunkt. Ist halt auch echt schlecht von der Position. Ich kann hier oben in den komischen Bunker reingucken, was da so abgeht. Aber da wäre ich wahrscheinlich auch instant weggeschossen. Und die Mauer, die ist auch verdammt hoch. Da ist ein Feindpanzer. Den haben wir nicht mehr gekriegt. Der guckt nicht oben raus. Fuck, die wollen cappen. Wo ist er denn? Da rennt er. Batz. Ich glaube, da hockt noch einer drin. Könnt ihr den bitte wegmachen? Das wäre auch voll gut. Kann ich nämlich mal kurz nachladen. Ja, wie gesagt, läuft da gar nicht so schlecht eigentlich. Also da hatte ich schon wesentlich schlechtere Runden. Vor allem auch vom Widerstand vom Gegner. Die versuchen wenigstens mal ab und zu was zu machen. Das ist ja eigentlich schon mal viel wert. Hockt da einer drin? Nee. Hallöchen. Guck. Hast du dir so gedacht? Kleiner Pisser. Batz. Ach, scheiße. Batz. Ich sag ja, die Sniper ist halt ultra gut. Oh Gott. Batz. Gut, die raffen es halt auch nicht. Das ist so gut. Scheiße, die cappen. Fuck. Weg mit euch. Fuck daneben. Okay, der ist tot. Ich glaube, da ist noch einer drin. Kann ich hier auch hoch? Weg mit dir. Noch jemand? Wo nimmt denn der ein? Hockt da echt einer drin, oder was? Scheißdreck. Wo ist denn der jetzt? Könnt ihr den da bitte mal raussprengen irgendwie? Ich lade mal kurz nach. Ja, 62 Kills. Geht schon klar. Du bist einer von uns. Och, du Kacke. Ich brauche heute auch wieder extra lang zum Aimen, ey. Hallo. Das Böse ist im Busch. Zack, weg mit dir. Oh, fuck. Wenn man keine Muni hat, um die Ecke laufen, ist jetzt auch nicht die cleverste Idee. Die schießen da auf mich. Da hinten. Komm her. Sau. Ah ja. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Sniper lieb. Ich glaube schon. Ach du Scheiße, wo kommt... Lol, wo kam die jetzt her? Ah komm, dann benutzen wir mal die Paras. Und... Fallschirmspringen mal darunter. 139 Tickets kriegen wir ja noch easy weg, würde ich mal sagen. So nicht. So ein geiler Name. Also manche Leute haben schon witzige Namen hier in-game. Wie gesagt, ganz so katastrophal ist die Runde ja eigentlich gar nicht. Ich meine, ich habe ein Flugzeug abgeschossen mit der Sniper. Was will man mehr? So, die kommen jetzt... Okay, das war vom Landen her wahrscheinlich so dumm, weil die jetzt da drin hocken. Egal, warte, der Onkel regelt das. Pass auf. Granate! Oh, jetzt blöd die Treppe zu finden, ey. Ist der down? Okay, der ist down. In dein Gesicht. Oh, stimmt. Vergesse immer, dass die italienische Waffe so viel Muni hat. Wo ist denn hier der Flammenwerfer-Koll? Flammenwerfer-Trupp. Kommt man hier runter? Da liegen Minen. Aber hier könnte ich doch runter eigentlich, oder? Für die Wissenschaft. Lass mal ein bisschen heilen. Jetzt brennen wir sie weg, die Schweine. Pass mal auf. Ah, weg mit euch. Da wird reingeflammenwerfert. Oh, Flammenwerfer leer. So weiter. Ih, der schmeißt mit Granaten. Das tötet Menschen. Kurz nachladen. Hallo. Ja, muss sagen, die italienische Fallschirmjägerwaffe, die ist jetzt gar nicht so scheiße. Und da steht ein Panzer. Der Panzer hat Bock auf mich auf jeden Fall. Hallöchen. So, aus. Ah, fuck. Hat er mich gesehen?
Kuckuck. Na, warte. Hopp. Okay, das ist schlecht. Pass auf. Die schmeißen auch noch zurück. Ich brenne euch alle weg. Ich juck den Panzer wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Bleibt mal alle ein bisschen def hier. Hey, der Panzer brennt immerhin. Hab ich den? Ach ne. Der Reinhard hat ihn geholt. Der Reinhard wieder reingegeiert. So, jetzt hol. Dafür wartet, ich hol mit den anderen. Wait for it. Hopp! Ja, fast. Hey, wir haben gewonnen. Das lief ja gar nicht mal so schlecht tatsächlich. 13.000 Punkte kann man mal so lassen. Ja. Generalleutnant. Wurde ich befördert. Kann ich mir einen Keks kaufen. Yippie. So, 80 Kills kann man auf jeden Fall lassen. Habe ich auf jeden Fall die meisten Kills gemacht von den ganzen Kollegen hier. Ja, Gegnerteam war jetzt halt nie, wenn man nur die Ränge vergleicht, war das Gegnerteam jetzt tatsächlich nicht so stark. Aber die haben sich immer mal bemüht. Also da hatte ich schon wesentlich weniger Gegenwehr. Vielleicht wird es ja langsam wieder besser in Tunesien. Kann auf jeden Fall nur gut werden. Ja, schauen wir mal rein. Ich hoffe, die Runde hat euch trotzdem gefallen. Dann sieht man sich im nächsten Video. Haut rein.